Jo Leute, das hätten wir mit dem Tagged Light, Minecraft, Sven, Markus ist auch da. Was macht das eigentlich, was, dass man die Server-IP sieht, gesehen hat? Nö, oder? Kommt hier keiner drauf. Ja, immer noch das gleiche Problem mit dem scheiß Redstone hier. Ja, du kannst ja das da unten hier unter da bauen und das oder Es da, läuft keine ja schon Ahnung. alles Und unter. dann Ich das, muss. ja, Aber und der dann Strom muss das, oben warte irgendwie doch ankommen. mal, eine Schnauzen. Wie ich sogar sage, dass dann hier, dass du dann da hier hoch gehst und dass dann hier, Jo! also dann eine Verbindung ist, weil dann geht's an. Ja, aber ich will jetzt Ich wurde vom unterirdisch. Server gekickt. Ja, sonst Flying geht's is nicht, not the weil du name on the musst server. Redstone genau neben dem, genau an dem Redstone-Lampe platzieren. Nee, da. Hier Alter, bitte. was ist Sonst hier geht los? nicht. Ich habe gerade voll die Disco. Wenn du mal Server kaputt machst. Ja, aber die Lampe soll rausfahren vom Boden und soll an sein. Die Lampe, also die Lampe meinst du? Ja. Musst du, Du wenn könntest, dann glaube ich, wenn du mit mehrere. zwei, musst du, wenn musst du mit Zwei zwei Dingen übereinander, ja, das arbeiten. habe ich jetzt auch gerade. Aber das Problem ist, die kleben nicht aufeinander. Du drückst eine hoch und dann bleibt die eine oben. Das können wir eigentlich auch lassen, dann stehen die halt hier überall rum, die Lampen, aber. Das ist scheiße. Ist ja Warte, ich egal. google mal Minecraft. Ich habe Zeit. Nee, es geht, Die funktioniert nur eine. Laterne. Ist nur eine funktioniert. Mit dem Redstone-Block vielleicht. Ich glaube, da kannst du auch noch was machen. Alter. Ah, jetzt funktionieren sie. Sind einfach alle schon benutzt, die scheiß Tasten. So. Okay, die Taste geht. Jetzt nehme ich das und Guck mache mal, jetzt Drag bleibt and die Drop. nämlich oben. Das ist mein Problem jetzt. Sie werden nicht nach unten gedrückt. Und das ist Kacke. Dass das Kacke ist. Und vor allem bräuchte ich drei Lampen pro Teil. Gerade zum Tutorial an und irgendwie 7 Zäune, 6 Holzblöcke, 4 Lampen, 4 Redstone, 4 Red Fackeln, ein Tagsereignis, Lichtsensor. Und es geht nur zwei Block weit. Ach du Boah, Kacke. Mann, Alter. Du kannst nur zwei Redstone mit einem Ding betreiben. Also das funktioniert so auch wieder nicht. Automatische Redstone-Laterne, jetzt schau ich's mal. Achtung, Spinne. Flying is not enabled on this. Alter! Dann hör doch auf zu fliegen. Dann enable bitte endlich das Flying auf deinem Server. Ja genau, Oder das für mache die ich jetzt auch in nächste der Aufnahme, Aufnahme. weil du Für jetzt die spielen nächste willst. Aufnahme. Nur weil du jetzt spielen willst. Hilft Jetzt bei haben wir unser Schnauzen, Jungs. Problem Danke. hier. Ich muss hören. Und ich habe hier ein Problem. Was denn? Wir können das nur höchstens zwei Block hochschieben. Das ist das Problem. Guck. Nein. Ach so, hochschieben. Ja, Hätte ich hoch. ich will, dass die aus dem Boden rausgedrückt werden. Ja, dann musst So. du es mit mehreren Pistons machen. Das bringt aber nichts. Du kriegst keinen Ah, Strom ja, an den stimmt. oberen. An die Du willst, dass Laternen. die immer tagsüber hochkommen oder was? Nachts hochkommen oder was? Genau. Nee, das ist scheiße. Ich finde das cool. Ja, mach mal. Viel Spaß. Ja, Also, wenn es ich wird wüsste, wie richtig es geht. aufwendig. Wenn ich wüsste, wie es geht. Braucht irgendjemand von euch noch einen Diamant-Trill? Den brauche ich auch nicht mehr. Und mein Ach, Labpack schmeiß brauche ich auch alles in nicht das mehr. System. Das kriegen wir schon weg. Ich glaube, ich habe jetzt da echt alles Sinnvolle eingebaut, was mir so einigermaßen Kacki. Was haben wir denn sinnvoll. noch? Was kann man denn noch ausmachen? Wir haben doch genug. Redstone, wir haben doch too many items. Was haben wir hier? Erzblock. Redstone Alloy Block, was ist denn das? Upgrade Redstone Control. Und das Geile ist, ich kann jetzt mit der Hand einfach alles abbauen. Alles. Holz, Erde und Stein. Puh. Und ich werde automatisch gefüttert. Ich muss nicht mehr essen. Cube Frame, was ist denn das für ein Käse? Support Frame.
Ein Brass. Was ist ein Brass Ingot? Brass Metal? Brass Ingots? Wie stellt man das her? Pack jetzt mal die MV Charging Bench einfach leer, ne? Quina Saphir, Batterie, Sonic, Screwdriver. Ich hoffe, ich habe einen Link in die Stelle reingetan, wenn das du nach der Aufnahme schauen kannst. Okay, ist es machbar? Wie der Typ das gemacht hat. Es ist machbar, ja. Gut. Es geht halt, also es schiebt halt nicht hoch, aber es geht automatisch. Ja, cool. Ja, toll, schon automatisch an kriege ich auch hin. Mit dem Hochschieben ist die Scheiße, weil ich glaube, das geht nur mit diesen. Boah, wie heißen die? Tageslichtsensor? Nein, das Hochschieben hat mit dem Tageslichtsensor gar nichts zu tun. Boah, wie heißt dieser Block? Wir könnten einen Glasblock draufsetzen, aber ich weiß nicht, wie viel Licht der durchlässt. Was ist dann auch. Der lässt ziemlich viel Licht durch. Das sieht aber auch kacke aus. Sonst könnte man es so machen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich weiß nicht, wie es aussieht im Dunkeln. Ich lasse mal leuchten, bis es dunkel wird. War es nicht gerade Nacht? Keine Ahnung. Ja. Dann wird es nämlich so gebaut. Weil, wie. Sven, guck mal bei Too Many Items. Gib mal Brass Ingot ein. Wie stellst du denn her? Aus dem Brass Block. Und der Brass Block besteht aus Brass Ingot. Warte. Ich muss es erstmal finden. Wie schreibt man das? Das schreibt man nicht wie Press, wie du es aussprichst, oder? B-R-A-A-S-S. B-R-A-S-S. Wie stellt man das Ding her? Ach, Brass Ingot. Ja, von mir aus Brass. Inverted Redline. Naja, Brass Ingot brennst du aus Bla. Kannst du im Alloy Furnace herstellen? Oder wie siehst du das? Induction Smelter? Haben wir aber beides nicht, glaube ich. Ich würde da Tin an deiner Stelle den Alloy Furnace bauen und da dann Tin und Copper drin verbrennen. Tatsache. Slack. Ja, weißt du, was eine Inverted Red Lamp ist? Markus, google mal bitte. Was? Inverted Red Lamp. Was das ist? Eine rotleuchtende Lampe. Ja, achso, die war durch die Truhe, das ist aber auch kacke. Und guck mal, was ist der. Was macht ein Redstone Tube Frame? Markus? Jetzt geschrieben. Redstone? Ja. Tube wie T-U-B, T-U-B. T-U-B. Aber ich glaube, die laufen ja auch ein bisschen zu schnell mit diesen Upgrades. Was ist Redstone Tube? Frame. Was Frame? F-R-A-M-E. Also Frame. Glowstone, was bringt denn das? Okay, das brauche ich für das, das will ich aber nicht. Alter, man fühlt sich so hart auf Drogen, wenn man dauerhaft zu schnell läuft. Was kann das Ding? Warte. Wait. So, jetzt kriegen wir noch einen Sturm. Super. Der war bei uns seit Vormittag. Ja. Ah. Also ich muss mir danach mal in der Pause nach der Aufnahmesession das Video angucken mit dem Redstone, wie ich das am besten dahin bekomme. Das wäre nämlich schon geil. Ein Redstone-Rohrrahme ist ein Block, der die Funktionalität einer Redstone-Schlauch und einen Tragrahmen verbindet. Was kann das jetzt? Ein Redstone-Rohrrahmen ist ein, der die Funktionalität einer Redstone-Schlauch und einen Tragrahmen verbindet. Okay, also bringt das mir auch nichts. Aber nicht. Fuck. Kacke. Ist so schön, mit Jason kann man so schön arbeiten. Es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ja, gut, dann lassen wir das Thema mal ruhen. Wo sind die Eier?
Und mein Ding, mein Anzug hält sich selber über Wasser. Das heißt, ich verbrauche keinen Strom und ich produziere auch fast keinen Strom. Guck mal, wenn jetzt lassen wir das so, aber ich weiß nicht, wie hell das macht. Dann müssen wir heute Abend gucken, mal wie viel Licht. Gut, aber eine positive Sache hat der Anzug halt echt, weil ich verbrauche jetzt einfach keinen Strom mehr, ne? Ja, weil wir Stromprobleme haben, oder wie? Naja, du weißt, wie viel Strom wir die ganze Zeit verbrauchen mit unseren Geräten. Jo, das bisschen. Ich überleg mal, ob wir noch einen zweiten Yu-Yu-Meter-Generator bauen. Und ich kann euch endlich über Distanz one-hitten, was ihr mit eurer... Ey, stopp! Markus? Ja? Wir müssen jetzt was testen. Nur mal deinen Nano-Saber. Soll ich einen töten oder was? Warte, war der nicht hier? Hier ist der Kanalschacht. Ja, hier müssen wir es jetzt irgendwo testen. Ob das jetzt so gut ist, ja, das Schild, oder nicht. Wir müssen jetzt mal einen Hit mit dem angeschalteten Nano-Saber. Null Herzen! Alter! Also das aber, nenne aber ich Yu-Yu-Meter-Produktion. Das zieht echt hart Energie, wenn du mich damit schlägst. Naja, irgendwo muss das Ding ja auch... Ja, dafür bin ich halt unverwundbar, solange ich Energie hab, ne? Ja. Das Vorteil hast du, das stimmt. Also wir produzieren, glaub, alle 20 Sekunden ein Yu-Yu-Meter. Echt geil. Gehört hat was. So, mit was soll ich euch jetzt helfen? Also Redstone verschiebe ich, bis ich mir das Video angeguckt habe, wo der Markus mir geschickt hat. Ja, aber bei den Pferden fahren die ja auch nicht hoch. Ich weiß nicht, was sie machen. Markus hat doch gesagt, die gehen automatisch an, das kann ich dir jetzt auch machen. Das kriege ich auch hin, aber ich will dir das... Noch ein Block müsste die rausfahren aus dem Boden. Ja, aber das hat ja damit nichts mehr zu tun. Aber die müssten trotzdem einen Block rausfahren. Wie kriege ich das hin? Ein Block rausfahren ist kein Problem. Nein, doch. Nein. Wir fahren nicht mehr zurück. Ja doch, Sticky Pisten. Geht aber nicht, wie willst du die dann zum Leuchten bringen? Du brauchst Strom für die Dinger. Und wenn du zwei übereinander machst... Nein, du brauchst machst, nicht Strom, du brauchst... Warte. Guck. Hier ist die... Der Aufbau. Hier drunter. Komm. Komm runter. Bau mal ein Alloy-Furnace und dann kümmere ich mich um das Problem, okay? Warum Alloy-Furnace? Für was? Guck, es fährt nicht rein. Sven. Lass mich das Problem doch bitte selber angucken. Ich hab ja, guck, das Problem, was wir jetzt haben. Es gibt keine andere Lösung. Guck, doch, du benutzt Redstone-Fehler. Ich will es mit Redstone machen. Ich habe jetzt 10.000 Lampen gecraftet. Ja, die Redstone-Lampen sind okay. Aber bitte benutze kein Redstone. Kannst du hier noch irgendwie ansteuern? Auch noch. Haben wir noch, wie heißt das Zeug, aus dem man Bricks macht? Was? Bricks? Was für Bricks? Marble, oder? Nein, nicht Marble. Aber wie heißt das Zeug, was immer in den Seen rumschwimmt, aus dem du Bricks machst? Seerosen. Ja, Lehm, aber... Lehm, ja, Lehm. Ja, aber... Lehm. Englisch, mein Freund. Clay. Danke. Clay. Magst du wissen, Lappen, an die Schnauze. Nachreden kann echt jeder einfach. Haben wir überhaupt noch Clay? Ja, 200. Das ist ja nicht viel. Nö, ist nicht viel. Man braucht irgendwie 4 für einen Block und ich brauche 8 Blöcke. Das heißt, ich brauche irgendwie so 32 und wir haben 200. Ach so, du bist nur den komischen... Was brauchst du jetzt im Furnace? Werde ich dir schon beweisen. Ja, dann sagst du es mal. Nischt, dann geh ich halt rüber an der Ich muss erst ausprobieren, ob es funktioniert. Warum soll ich dir jetzt sagen, dass es irgendwas geht und dann geht's nicht? Ja, dass ich's weiß. Will ich selber machen. Dann planiere ich mal unser Atomkraftwerkfeld ein bisschen. Und das könnte ich jetzt mit der Hand auch machen. Da bin ich nämlich ein bisschen schneller wie du. Ja, und so, ich habe ja keinen so einen extrem überteuerten Anzug. Da. Kann ich mir nicht leisten, ne? Ja, glaube ich auch. Deswegen muss ich das von Hand machen. So eine Alloy Furnace muss jetzt irgendwas Brennbares rein. Gold. Ja, wirst du was finden, was brennt bei uns? Ja, 2000. Kohle, die tun wir da rein und dann nehmen wir jetzt Redstone und Iron Ingot. Ne, Copper nehme ich, weil davon haben wir mehr. Ja, Eisen hast du ja 1000 verbraucht. Ah, und auch wieder fast 1000 hergestellt. Ne, 500 habe ich wieder hergestellt. Ja, unser Dreikorbis, die bringen uns auch das, schon genug. Das Geld schnell wieder. Ja, wollte gerade sagen. Wir dürfen jetzt keine Rohstoffprobleme mehr haben, sagen wir es mal so.
Haben wir noch nie gehabt, werden wir nie mehr haben. Ach du Scheiße. Also die Kühltürme bauen wir in den Berg rein, also da tue ich nicht alles planieren. Das dauert zu lang. Hä? Die Türme bauen wir außerhalb, in den Bergen. Ein Turm macht in dem Berg wenig Sinn, mein Freund. An den Berg ran bauen wir die. Ich habe da schon ein richtiges Bild, das ist mein Projekt, das mache ich. Das. Ach so, ich habe Angst. Das ist nicht dein. Ich habe echt Angst. Ah, es ist ein Atomkraftwerk, ich kann nicht viel machen. Wir sind weit genug weg. Ich bin 140 Meter vom Haus weg, also passiert nichts. Naja, da ist der. Nie wieder wegkriegst, ne? Und 140. Oh ja, das sprengt halt schon ein bisschen. Dein Mikro hat's, glaube ich, jetzt gerade. Ich höre euch kaum noch. Warum hörst du uns kaum noch? Hallo? 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 Ah, jetzt kommt's wieder. Okay, Wackelkontakt-Chamber. An der Buchse. An der Buchse. Deswegen habe ich USB. Ja, ich nicht. So. Markus, ja, warum machst du zwei Lichtblöcke übereinander? Ich dachte, du wolltest nur einen Lichtblock nach oben schieben. Ja, eben, aber du kriegst den Strom sonst nicht dahin. Du kannst zwei Lichtblöcke übereinander machen. Ja, lass mich bauen. Und dann kriegst du den Strom nach oben. Das heißt, der Lichtblock soll der in der Erde sein, der ist aber sichtbar und aus. Und in der Nacht fährt er hoch und ist an. Ja, und hat einen Kiesblock oben drauf. Was? Ja. Was? Nein, das war voll scheiße. Doch, dann falls, wenn das Licht angeht, fahrt das Ding wieder runter und es ist alles wieder ebenerdig. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Mit dem Kiesblock geht's. Ja, weil Erde fällt nicht runter, Kies schon. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.